Wir sind hier auf der Upswing für das Jahr 2017. Upswing 2017, also für mich ist das Wort wirklich Programm. Als ich hierher kam, hatte ich eigentlich keine Erwartung oder fast keine. Ich wusste überhaupt nicht, über was reden wir. Die Details, es gab eigentlich auch keinen richtigen Plan. Aber ich habe einfach gedacht, irgendwie, das will ich haben, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und habe mich in den Flieger gesetzt und bin einfach hierher. Habe mir die Zeitspanne freigenommen und einfach gucken, was kommt und was kann ich mitnehmen für mein Business. Und ich habe noch viel mehr mitgenommen als für mein Business. Ich habe ganz, ganz viele tolle Leute hier kennengelernt, tolle Persönlichkeiten, die jeder für sich ein super Business haben, das auch gut umsetzen. Für mich viel, viel Input von den Mitstreitern hier. Der eine hat da schon mehr gemacht als ich, der nächste da schon mehr gemacht. Beim anderen konnte ich ein bisschen was geben an Input. Und so war das ein unheimlich toller Austausch. Das ist für mich der allergrößte Mehrwert, der Austausch der Gruppe untereinander. Und das hat man einfach eben nur, wenn mehrere Menschen an einem Fleck sind und sich für ein Thema interessieren. Zu Upswing selber, die Themen, die Inhalte, die waren so reichlich und vielfältig. Wir saßen wirklich 7 Tage von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr und haben gelernt. Und irgendwann macht das Hirn auch mal Pause, man ist trotzdem irgendwie noch da. Und später kann man das dann nacharbeiten. Irgendwann schaltet sich das Hirn wieder ein und man ist einfach wieder dabei. Ich glaube, das ist bei so einer langen Reise einfach der Fall. Und ganz besonderer Mehrwert ist für mich der Veranstalter, der Hecki oder Christoph Flori Heckenbücker, ein toller Name, wie ich finde. Deswegen nennen wir ihn einfach alle Hecki. Er ist sehr, sehr, sehr bemüht, dass jeder etwas mitnimmt und jeder diesen Knäuel an Wust und neuen Informationen, was man da so mitnimmt und eigentlich noch gar nicht weiß, wo ist mein roter Faden, dass man mit ihm zusammen jetzt im persönlichen Coaching und auch in dem Coaching zu Hause, dass man einfach eine Anleitung hat, dass man eine Information bekommt, wenn einem eine fehlt, dass man Hilfe bei der Technik bekommt, ist besonders mein Problem. Die Produkte entwickeln geht noch, aber das dann umsetzen und technisch alles hinzukriegen. Und ich weiß, ich kriege Hilfe, ich stehe nicht allein im Regen, sondern ich stehe wie hier im Sonnenschein und kriege Hilfe von ihm. Und er ist sehr, sehr bemüht, dass jeder eine Lösung hat und er gibt auch nicht auf, bevor jeder eine Lösung hat. Also wenn ihr euch gerne irgendwie für Online-Business interessiert und hier ein bisschen was lernen wollt, wie das funktioniert und euch auf den Weg macht, kann ich euch echt von vollstem Herzen die Empfehlung geben, wendet euch an Hecki, er ist ein herzensguter Kerl und er wird euch genauso wie uns zum Erfolg bringen und ich freue mich schon auf die nächste Upswing 2018, ist es dann die Upswing 2018 im Jahr 2017, also in meinem Kalender wird dieses Fenster schon freigehalten, wenn du dabei sein willst, musst du dich schicken, weil ich glaube, die Plätze werden nicht so viel mehr wie dieses Jahr. Und viele von diesem Jahr, glaube ich, werden wieder dabei sein. Also, wenn du Lust hast auf Online-Business, melde dich bei Hecki. Bis bald. Tschüss.